Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Amrobot SI-291 Saugroboter. Wenn du noch unsicher bist, ob dieser Saugrobo für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Saugrobo werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, so ein Saugroboter, der kann durchaus eine gute Option sein für Freunde, die nicht mehr selbst Zeit für das Staubsaugen einsetzen möchten. Es gibt viele Leute, die sagen, die Zeit würde ich lieber für Freizeit einsetzen, die Zeit würde ich lieber einsetzen, um Freunde und Familie zu treffen oder einfach nur um die Lieblingsserie zu schauen, ja. Es ist natürlich auch praktisch, wenn ein Roboter so eine nervige Arbeit erledigen kann. Preislich würde ich diesen Saugrobo aus dem Hause Amrobot hier als eine günstige Option bezeichnen. Muss aber natürlich jeder selber einschätzen, ja. Es gibt sehr viele Saugroboter auf dem Markt. Also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welcher am besten zu deinen Vorstellungen passt. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften zum Amrobot S1-291 Saugroboter auch noch genauer anschauen. Wir haben eine Saugkraft von 1400 PA. Da habe ich auch schon Saugrobos mit höherer Saugkraft gesehen. Man muss natürlich dazu sagen, generell die Einheit hier zum Thema Saugkraft, das wird einem auch nur wirklich etwas sagen, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Staubsauger beschäftigt. Designtechnisch sieht er sehr modern aus, wie ich finde. Generell sind natürlich Robosauger auch eine eher moderne Technik, die sich erst seit einigen Jahren langsam aber sicher durchsetzt. In erster Linie eignen sie sich für Leute, die sagen, ich will nicht mehr selber die Zeit fürs Staubsaugen investieren, ja. Wenn das auch ein Roboter erledigen kann, ist das super, ja. Für den könnte so ein Saugrobo eine gute Option sein. Es gibt aber auch tatsächlich Leute, ja, denen macht das klassische Staubsaugen Spaß, ja. Und in dem Fall braucht man dann natürlich auch nicht unbedingt einen Saugroboter. Das muss einfach jeder Freund der sauberen Wohnung selbst beurteilen, ja, ob er sowas braucht oder nicht. Preislich würde ich den Amrobot SI-291 Saugroboter als eine günstige Option für einen Saugrobo bezeichnen. Könnte zum Beispiel gut geeignet sein für Leute, die sich erstmal an das Thema Saugroboter herantasten möchten, die erstmal generell schauen möchten, hey, ist sowas was für mich oder eher nicht, ja? Für den könnte so eine günstige Option natürlich besonders ansprechend sein. Wie bereits gesagt, ich habe auch noch Saugrobos mit stärkerer Saugkraft gesehen. Muss man halt selbst entscheiden, was man da braucht oder nicht. Ja? Da hat einfach jeder Freund der sauberen Wohnung seine eigenen Anforderungen. Und ja, das Amazon-Angebot zum Amrobot SI-291 Saugrobo werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Preislich würde ich ihn als eine günstige Option bezeichnen, ja, muss aber natürlich jeder selber einschätzen. Mach dir auch noch in Ruhe und Frieden dein eigenes Bild zum Amrobot SI-291 Saugroboter. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass dir mein Video weitergeholfen hat. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, ciao.